Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Subnautica High. Knurrst du mich gerade an? In der letzten Folge haben wir ein wenig länger gebraucht, um die Dinger hier zu finden, aber schlussendlich haben wir es geschafft. Und wir haben unser Inventar voll mit Kupfer. Was für mich so viel bedeutet, wie ich kann jetzt endlich das mache ich, was ich schon seit längerem eigentlich machen wollte, nämlich mich um den Community-Raum kümmern. Diesen weiter ausbauen. Und da habe ich so einiges vor. Ich möchte, dass es der wunderschönste Raum wird, den dieser Planet jemals gesehen hat. Auch wenn es wahrscheinlich der einzige Raum ist, den dieser Planet jemals gesehen hat. Nee, stimmt gar nicht. Die Aliens haben ja auch Räume gebaut. Sie nannten sie aber nicht Räume. Sie nannten sie wahrscheinlich... oder so ähnlich. Und ich habe echt Angst, dass du wieder mal abstürzt, Spiel, weil ich nicht weiß, ob die Strecke jetzt gerade aus Richtung Basis gut oder schlecht für mich ist. Ich gehe davon aus, es ist schlecht für mich. Ich gehe immer davon aus, dass es schlecht ist. Wobei, nee, das ist der Weg, wo wir herkamen, durch den Pilzwald. Und da war ja eigentlich, glaube ich, kein Absturz. Ich hoffe, es war kein Absturz. Egal, ich bin jetzt mal optimistisch und positiv eingestellt. Schwirre wie ein kleiner Käfer hier durch. Und werde daran hoffen. Ups. Werde hoffen, ohne daran, dass ich daran nicht scheitere, hier durchzuschwimmen. Und ich werde dann auf jeden Fall mehrere Sachen die Folge machen. Das heißt, einerseits Hauptgrund eben, warum ich jetzt aufnehme, ist, um euch zu belustigen und zu unterhalten. Aber auch, um den Community-Raum eben auszubauen. Und ich möchte auch die Seemotte wieder einfärben. Ich wurde doch darum gebeten, sie wieder in Bienenfarben zu machen. Ja, werde ich machen. Ich mag das. Und vom Namen her, ich habe jetzt ein paar Vorschläge bekommen. Da bin ich immer noch unsicher. Ich wollte eigentlich was typisch, so einen typisch Schweizer Namen haben. Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht, indem ich habe eigentlich keine Kosten und Mühen gescheut, um rauszufinden, welche Namen in der Schweiz typisch sind. Ich bin rausgezogen in die weite Welt. Bin mit dem Rad in die Schweiz gefahren und habe Menschen befragt, wie sie heißen. Nein, Quatsch, ich habe gegoogelt. Und Google hat mir gesagt, einer der häufigsten Namen dort wäre Urs. Soll ich die Seemotte Urs nennen? Oh, ja, ja, das geht sich aus. Urs wäre nämlich ein typisch Schweizer Name. Es gab doch aber andere Namen, die ich noch nie gehört habe. Spiel, nein! Bitte nicht! What the fuck, machst du das Spiel? Ich speichere. Spiel, ich speichere. Okay. Und jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwas drücke. Okay. So, einmal angedückt. Welcome aboard, Captain. Was war das? Och nein, bitte nicht. Nicht schon wieder der Bug. Nicht schon wieder dieser Bug. Ich hasse es, wenn das passiert. Dass er die Meeresoberfläche nicht ordentlich berechnet. Warum? Warum jetzt? Egal, ich gehe jetzt einfach so in meine Basis. Ich weiß nicht mehr, ich hatte das schon mal. Wie habe ich das damals behoben? Ah, okay. Ich glaube, er hat gedacht, ich bin schon in der Basis, hat dann einfach das Wasser sozusagen abgedreht. Den Effekt des Schwimmens, aber ich war gar nicht in der Basis. Aber jetzt scheint es wieder zu klappen. Dich kann ich da rausholen? Nein, kann ich nicht. So, Moment. Ein Bauwerkzeug habe ich hier. Community-Raum, bist du bereit? Ich muss nur kurz schauen, weil ich möchte nämlich neben weiteren Schildern... Wo habe ich denn meine Liste? Ich muss nachher noch die Liste suchen, wo ich die ganzen Namen drin stehen habe. Ich will nämlich unter anderem auch einen Bilderrahmen bauen. Und ich habe ein Bild zugeschickt bekommen, das auf jeden Fall aufgehängt gehört. Kupferdraht, genau das ist das, was ich brauche. Ich glaube für die Schilder, für die Schilder brauche ich ja auch Kupferdraht. Falsches Menü. Für die Schilder, genau, auch Kupferdraht. Alles klar. So. Dann wollen wir uns mal ans Werke machen. Energie habe ich genug. Damit ich meinen Plan vervollständigen kann. Aber ich... Ne, heilen kann ich mich auch nicht. Mein Inventar ist ja sowas von voll. Kupferdraht. Los geht's. Ich bin gespannt, wie viel wir rausbekommen. Ich bin gespannt, wie viel ich diese Folge schaffe. Und ich bin gespannt, ob ich an einer Kupfervergiftung sterbe, weil ich so viel Kupfer in mir... Ich sollte dann auch was essen. Gleich, Sabine, gleich. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Es geht um die Menschen da draußen, die tagtäglich meine Let's Plays schauen und mit mir gemeinsam fieberhaft versuchen, diese Welt zu verstehen. Wow, habe ich viel Platz. Ich bin begeistert. So, okay, ich habe jetzt die Liste offen. Es sind noch 7 Namen, die ich hier aufgeschrieben habe. Ich werde bestimmt jemanden vergessen haben.
Wenn es so ist, bitte wieder in die Kommentare schreiben. Geht sich's überhaupt aus? Wie viel Kupferdraht habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt! Das ist ja enttäuschend. Dann mache ich das jetzt anders, weil mir ist der Bilderrahmen auf jeden Fall mal wichtig. Das heißt, war der schon immer so groß? Ich mache das folgendermaßen. Moment. Der kommt jetzt mal... Der kommt jetzt mal dahin. So. Denn ich möchte drüber stehen haben auf jeden Fall auch den Namen. Das war der nette Koloss oder Kolotz. Ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich Koloss. Aber ich werde das ganz kurz... Nee, ich kann das Schild dann eigentlich umbenennen. Dann habe ich da auf jeden Fall auch eins mehr. Wird hier ein neues machen. Moment. Einmal ein Schild. Ein... Oh Gott, ich bin blind, oder? Da. Ein Schild, das kommt da drüber. Chuck. Da kommt jetzt neuerdings der Name... Ich sagte... Neuerdings der Name Kolutz hin. Chuck, Chuck. Chuck. Und Farbe... Farbe... Ich weiß nicht, welche Farbe ich da das letzte Mal verwendet habe. Müsste ich nachsehen. Ich mache jetzt einfach... Ich mache jetzt grün. Ich hatte weiß. Ist mir egal. Das ist jetzt grün. Und hier kommt das Bild rein. Und zwar das hier. Hochladen, oder? Ja, es ist da. Ich freue mich. Yay. Wir haben ein Bild in unserer Galerie. Das wäre voll cool, wenn ich noch weitere Bilder bekommen könnte. Oder einfach Screenshots. Falls ihr selber das Spiel spielt und coole Screenshots habt, schickt mir die einfach. Das wäre voll schön. Jetzt kann ich das hier nämlich umbenennen. Und zwar mache ich da jetzt den lieben Jo-GH oder Jo-GH. Der ist ja schon seit Ewigkeiten Zuseher von mir. Und dann, warte mal, wie viele Schilder kann ich denn jetzt noch bauen? Da kommt noch eins hin, Chuck. Da kommt noch eins hin, Chuck. Wenn es nicht ganz symmetrisch ist, dann kann ich leider auch nichts dafür. Weil, einfach so. Dann haben wir... Delebcraft. So. In einem Wort geschrieben. Dann haben wir den lieben Dieter. Ja, Dinter. Dieter Burkel. So. Jetzt fehlen mir noch einige Namen. Wie viele Schilder kann ich denn noch bauen? Keine Ahnung. Soll ich da noch welche dazu pappen? Oder sieht das dann doof aus? Moment. Die muss ich dann sowieso alle noch größer machen. Ich glaube, es müsste sich ausgehen, wenn ich da noch ein Schild hinpappe. Und da noch ein Schild hin, Papa. Einigermaßen zentral. Und, okay, Mann, das war's auch wieder. Da haben wir Sur... Ich bin nicht im Stand zu schreiben. Surraelis, das ist übrigens mein Bruder. Der kommt natürlich auch auf die Tafel. Und, dann mache ich noch die liebe Lina Thieme, die auch schon seit Ewigkeiten eine treue Zuseherin ist. So, ich brauche auf jeden Fall noch... Ich will da eigentlich gar keinen Pfeil haben. So. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Kupfer, verdammt. Aber ich lasse das jetzt vorerst so, denn was ich noch machen möchte, ist den Raum selber etwas gestalten. Und zwar hätte ich da drin gerne Folgendes. Ich hätte da drin gerne einen Tisch. Ich hätte da drin gerne eine Bank, eine Sitzbank. Die haben wir ja auch irgendwo. Da. Ich brauche Titan. Ich brauche Glas und Titan. Ich brauche... Was? So ein Einzelwandregal? Das hätte ich auch irgendwie gern, weil es hübsch ist. Ich werde jetzt einfach mal Glas und Titan holen. Titan habe ich ja noch ein bisschen. Glas, glaube ich, gar keins mehr. Wenn ich mich nicht täusche. Titan habe ich einiges. Das nehme ich mal alles mit. Aber Quarz... Wow, eins. Ich glaube, ich habe in meinem Dings noch eins, oder nicht? In meiner... In Franz. Ich werde doch noch ganz schnell das hier erledigen. Die Einfärbung der Seemotte. Und Name. Ne, da warte ich noch. Ich bin gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Wir haben im Moment zur Auswahl. Ich muss mich kurz erinnern. Mir wurde empfohlen, Jasper war ein Name. Und noch was war? Warte mal, was war der andere Name? So, ich habe nachgesehen. Der andere Name war Elias als Idee. Jasper und Elias. Was meint ihr? Also entweder wir entscheiden uns für einen der beiden Namen, da könnt ihr abstimmen in die Kommentare, oder ihr schreibt einfach den eigenen dazu, falls ihr selber eine Idee habt. Ich bin für alles offen. Wir können sie auch Brezelbär nennen, wenn ihr wollt. Das wäre voll episch.
So, dann wollte ich hier einerseits das hier bauen, und zwar... Wo baue ich denn? Da. Ja. Wobei, da wäre... Ein Fenster wäre mir da sogar fast lieber. Ich meine, ich hätte schon gern sowas. Ich glaube, ich werde das so machen. Das kommt dahin. Und das da kommt dahin. Was? Warum habe ich zu wenig Titan? Warum baust du das nicht? Was? Was redest du da? Ich bin gerade verwirrt. Warum baut er das Ding nicht? Moment. Fehlt mir eine Zutat? Falsches. Falsch. Titan. Warum? Energie hast du ja diesmal. Es ist nicht die Batterie, so wie das letzte Mal, wo es ein wenig peinlich wurde. Egal, ich lasse das ganz kurz. Ich möchte nämlich schauen, dass ich mein Inventar auch etwas entleeren kann. Dann, was möchte ich denn auch haben? Ich wollte eine Bank haben. So, einfach da ich... Ich finde es cool, dass ich mich dann hier hinsetze und das anstarre. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in die Richtung geht oder in beide. Ich glaube, ich müsste es fast von der Richtung bauen, damit es so funktioniert, wie ich es gern hätte. Chuck. Und wenn ich hier noch eine Bank baue, geht sich das aus? Einigermaßen, aber auch nicht so toll. Dann lasse ich das hier dabei mit der Bank. Ich werde die eine mal hier lassen. Geh du mal weg, ich möchte es testen. Okay, passt, jetzt setze ich hin und dann kann ich das hier einfach so anstarren. Wie ein wahnsinniger Serienmörder, der auf einer Wand voller Namen sitzt und sich überlegt, wer das nächste Opfer sein wird. Nein, natürlich nicht, sondern wie ein netter Typ, der einfach keine Namen anstarrt. Warum ist das hier? Ich verstehe das nicht. Ist dahinter was, hinter der Wand, das gerade irgendwie verhindert, dass ich aber abbauen kann ich es nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mann, das ist dämlich. Egal, ich lasse das jetzt vorerst so. Ich brauche nämlich Glas. Und ich brauche was zu trinken, oh mein Gott, warte mal. Ich brauche Getränk. Chuck. Chuck. Schlürf. So. Dann, wie viel Platz habe ich denn jetzt im Inventar? Nicht viel. Ich werde auch einen neuen Schrank bauen, denn ich möchte einen Schrank haben extra für Batterien und dem ganzen Gedöns, das Energie beschert. Das heißt, wo haben wir denn die Schränke? Die sind, glaube ich, da. Brauche ich auch Quarz oder Glas? Da haben wir schon Quarz. Ist das nachgewachsen oder ist mir das nie aufgefallen, dass ich hier gleich Quarz habe? Keine Ahnung. Quarz. Wo ist mein Gleiter? Da. Da ist auch Quarz. Quarz. Und das ist Diamant. Diamant, Diamant ist mir wohl bekannt. Brauche ich aber gerade nicht. Drum, aua. Töte ich Fische voller Inbrunst. Das Wort Inbrunst ist auch seltsam. Sagt man das überhaupt so heutzutage noch? Ich glaube nicht. Wer sagt heutzutage noch Inbrunst? So. Ich glaube, Quarz wächst nach. Geil. Kann ich das bei mir in der Basis irgendwie anpflanzen? Das wäre voll praktisch. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Ein bisschen was. Genug, um noch etwas mehr Quärzchen zu sammeln. Und demnächst möchte ich euch den Scannerraum wieder angehen, weil der war immer so praktisch, wenn es darum geht eben... Oh Gott, hi. Wenn es darum geht, Ressourcen zu sammeln. Wobei ich den eigentlich relativ selten genutzt habe, wenn ich ehrlich bin. Viel zu selten. Stimmt, der hat ja nicht funktioniert in der letzten Staffel. Da gab es ein Problem. Ich hoffe, das funktioniert diesmal und irgendwie sehe ich jetzt gar keinen Quarz mehr. Okay, was soll's? Ich glaube, es reicht vorerst mit dem Quarz. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Nee, ich hätte schon noch gern mehr. Ich hätte schon noch gern mehr Quarz, weil dann habe ich mehr Quarz, wenn ihr versteht. Wir verstehen uns, oder? Wir sind da auf einer so Wellenlänge. Da! Weh, ich werde jetzt attackiert, weil dann bin ich stinksauer oder tot. Eins von beidem. Hey! Nicht auf meine Seemotte losgehen. Die ist ja eh schon 23%. Oh Gott, ich muss hier weg. Das hat jetzt 10 HP abgezogen, dass das Scheißteil dagegen geknallt ist. Toll, Sturschädel. Hey, du kleines Baby, du bist süß. Hey, ihr Großen, ihr seid auch großartig. Ich mag euch. So, Atlantaco, bist du bereit dafür, von mir wieder mal besessen zu werden?
Du brauchst einen Exorzisten, du hast einen Taco in dir. Und einmal angedockt gleich. Ich hoffe, es funktioniert diesmal ohne, dass ich nach unten falle und Schaden nehme. Welcome aboard, Captain. Sieht gut aus. So. Dann. Ich glaube, ich werde einfach so einen kleinen Schrank wieder hinbauen. Oder mache ich doch einen großen? Ich mache mal Glas. Ich mache mal etwas Glas hier. Aber nicht alle Quarz werde ich zu Glas verarbeiten, sondern ich mache jetzt mal drei Glas. Und ich hoffe, ich habe da noch einen Quarz. Ich habe keine Ahnung. Einmal. Dahin. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gerade ist. Ja, einigermaßen. So, da kommen jetzt die ganzen Batterien rein, die ich gerade nicht brauche. Energiezelle. Wobei, die könnte ich eigentlich dann in Kevin gleich verarbeiten. So, so. Apropos Kevin, den müssen wir auch noch ausbauen. Da möchte ich die Schränke reinbauen. Ich möchte dort ein Ding bauen. Ihr wisst schon, ein Craft-Teil. Wie heißen die? Fabricator, genau. Und ich brauche noch mehr Titan. Ich brauche noch mehr Titan. Titan, Titan, Titan. Falsche Richtung. Titan, 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 Titan. So, denn ich hätte echt gern so einen kleinen Tisch da drin. Am liebsten wäre mir so eine kleine Bar, wo ich dann einfach reinkomme, so meinen Whisky trinke und mir die Namen anschaue. Und zufrieden nicke. So, da stehe. Chuck. Den kann man ja nicht benutzen. Den kann man eigentlich nur als Sexobjekt, nee, aber als einfaches Objekt sehen. Und was hätte ich denn noch gerne? Auf jeden Fall noch eine Bank irgendwie. Wobei, nee, ich werde das anders machen. Der Tisch muss wieder weg. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Namen noch dazukommen werden im Laufe der Zeit. Aber wenn ich dann da die Wand auch ausbaue und hier ein Fenster mache, dann möchte ich hier auch so eine Bank haben. Das heißt, Moment. Ein Teppich wäre cool. Und Tapeten. Nein, danke. Wer soll das putzen? So, ich möchte es gerne einigermaßen synchron oder symmetrisch zu der Bank haben. Schaffe ich das? Niemals eigentlich. Das müsste eigentlich mehr dann so sein. Ist dies denn einigermaßen symmetrisch? Kann man es eigentlich gelten lassen, finde ich. Jetzt gar nicht so tragisch geworden, wie ich dachte. So, dann kommt der Stehtisch aber woanders hin. Der kommt dann einfach... Der kommt dann einfach... Dahin. Nee, dahin. Nee, nicht dahin. Dahin. Derweil, man kann ja immer wieder abbauen. Stehtisch. Und warum geht das hier nicht? Das nervt mich gerade extrem. Vor allem, dass ich es nicht mehr abbauen kann. Das verstehe ich nicht. Was passiert, wenn ich hier jetzt stattdessen zum Beispiel versuche, ein Fenster reinzubauen? Sterbe ich dann einfach? Was fehlt mir denn eigentlich für ein Fenster? Kenntnisse des Fensterbaus wahrscheinlich. Glas. Ich hätte echt gerne noch ein Fenster. Moment, ich baue mir noch ein Glas. Habe ich noch genug Quarz? Oh Gott, ich kann nicht mal Leitern besteigen. Passt. Ein Fenster kann ich bauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach was drüber baue. Ich hoffe, das klappt dann einigermaßen. Einmal Glas. So. Dann Fenster. Ach komm schon, das nervt mich gerade echt gewaltig sogar, dass das hier nicht mehr funktioniert. Aber es ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Ist da dahinter jetzt hinter der Wand was, das daran hindert, das mich daran hindert, dass ich das Ding hier einfach fertig baue? So, Moment. Fenster wollte ich da. Warum kann ich gerade kein Fenster bauen? Ich muss mal kurz nach draußen schauen. Ich möchte nämlich wissen, ob dieser Raum von irgendwas umgeben ist, was es daran hindert. Nee, da ist ja gar nichts. Was? Das soll mir mal einer erklären, warum das jetzt... Hä? Kann ich da von außen da ein Fenster ranpappen? Nee. Ich bin stark verwirrt. Um es mal so auszudrücken. Wie sieht das jetzt von drinnen aus? Ist das Ding fertig? Das ist immer noch nicht fertig. Ich bin echt verwirrt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und warum kann ich kein Fenster bauen? Ich hätte sogar ein Fenster da. Ein Fenster da. Fenster da. Mann. Dann baue ich was anderes. Aus Prinzip. Ich baue da noch ein großes Schild, wo Community-Raum draufsteht. Chuck.
Ich habe kein Kupferdraht. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich baue. Ich baue. So ein Wandregal? Vielleicht, ja. Einfach so zum Ausschmücken. Ein Wandregal. Dann baue ich. Was baue ich denn noch? So ein Stuhl vielleicht? Ich hätte da so gerne ein Fenster gehabt. Wisst ihr was? Ich überlege aber gerade, dass ich kein Fenster baue, sondern wir haben ja auch ein Dings noch nicht gebaut. Wo haben wir es denn? Das da. So eine Beobachtungskuppel. Dass ich hier jetzt einfach einen Gang rausbaue und dann so eine Beobachtungskuppel dorthin. Das wäre auch nicht blöd. Ich hoffe, das funktioniert. Was passiert, wenn ich hier versuche, einen Gang zu bauen? Warum geht das nicht? Ich verstehe es gerade nicht, warum das nicht geht. Ist das, ich werde kurz speichern und laden und schauen, ob es dann funktioniert. Kurz Moment. Es geht immer noch nicht. Oh Mann. Das nervt mich gerade gewaltig, weil ich habe echt gehofft, dass ich das so richtig schön gestalten kann mit ein paar solchen Wänden und ein Fenster und so Zeug. Aber nein, das Spiel macht mir einen Strich durch die Rechnung. Und ich kann mir nicht mal erklären, woran es liegt. Übersehe ich gerade irgendwas? Energie habe ich mehr als genug. Ich tue mal eine andere Batterie rein. Vielleicht hat sie doch was damit zu tun gehabt. Nee. Von außen? Kann ich da einen Gang hinbauen, wenn ich von außen mich ranschleiche? Da bist du. Warte mal, ich konnte aber... Das geht. Habe ich es jetzt auch richtig gebaut? Ist das jetzt in die Richtung, wie ich es haben wollte? Geradeaus durch? Ich glaube schon. Mal schauen. Welcome aboard, Captain. Nein, das war genau in die falsche Richtung. Was? Was ist jetzt? Der Gang ist verschwunden. Ich wollte ihn gerade abbauen. Moment. Habe ich ihn jetzt zu einem kleinen Teil schon abgebaut und deswegen ist jetzt... Ach so, ja. So. Das heißt, eigentlich möchte ich... Dich hätte ich so gern fertig gebaut, aber was soll's. Okay, das ist in die Richtung. Ich gehe das jetzt einigermaßen klar, weil hier ist ja das Ding im Weg. Das da, der Moonpool. Okay, das wird so nix. Ich überlege gerade echt, dass ich den Raum komplett abbaue und woanders hin neu aufbaue, damit ich ihn so bauen kann, wie ich ihn mir wirklich wünschen würde. Das ergibt aber überhaupt keinen Sinn. Moment mal. Da ist der Moonpool in die Richtung. Da will ich raus. Nee, warte mal, das hat schon gestimmt so. Ich rede gerade Quatsch. Okay, machen wir das anders, Freunde. Ich werde das jetzt so machen. Warum ist das so schlecht aufgelöst? So besser. Wie gesagt, wenn ihr neue Bilder für mich habt, einfach an meine E-Mail-Adresse schicken. Ich werde sie nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Und in der nächsten Folge werde ich einerseits weiter Kupfer sammeln, weil das brauchen wir, um den Raum hier fertigzustellen. Es fehlen ja noch ein paar Namen. Aber ich möchte auch... Scannerraum? Was meint ihr, Scannerraum? Ja, ich glaube, das wird Scannerraum. Wir machen den Scannerraum in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Taco. Macht's gut.